Beatrice Cenci, 22 Jahre, römische Adelstochter. Ihr Fall und ihr außergewöhnliches Schicksal sind bis heute unvergessen. Nach den Geheimakten des Vatikans gilt sie als Mörderin ihres gierigen und verbrecherischen Vaters. Dieser schwer bewaffnete Besuch soll mich doch nur einschüchtern, damit ich Geld ausspucke. Verdammt sei der habgierige Papst Clemens und seine ganze Bagage! Ich rate Ihnen lieber auf den Satan zu fluchen, der Sie zur Sünde verleitet hat. Ihr müsstet dem Teufel im Vatikan einen Altar errichten. Aus Dankbarkeit, denn er liefert euch doch die Sünder, die ihr dann nach Herzenslust schröpfen könnt. Sehen Sie darin lieber eine strenge Erziehungsmaßnahme unserer heiligen Mutterkirche, welche Sie da zu packen versucht, wo Sie am empfindsamsten sind, bei Ihrem Geldbeutel. Papst Clemens fängt an zu übertreiben. Erst nimmt er mir ein Drittel meines Vermögens ab, dann befiehlt er, dass ich hier oben verrotte und verlangt als Krönung, dass ich auf meine geliebte Tochter verzichten soll, weil in den Klöstern immer noch nicht genug für ihn beten. Soll er sich doch selbst eine Tochter anschaffen, wenn er mehr Nonnen für die Beterei braucht. Ich hoffe, die Engel verschließen ihre Ohren vor diesen Ausbrüchen. Im Gegenteil, sie sollen sie aufsperren. Richten Sie dem Papst Folgendes von mir aus, Kardinal. Seine Heiligkeit kann wie immer auf den Gehorsam seines ergebenen Dieners Francesco Cenci rechnen. Ist Beatrice ein Opfer des tödlichen Machtkampfes zwischen dem skrupellosen Geschlecht der Cenci und der übermächtigen Kirche? Die Nackte und der Kardinal. Für mich ist das Paradies auf Erden, wo du bist. Beatrices Glück mit Olympio war nur von kurzer Dauer. Unerbittlich folgen Mord, Intrigen und die Anklage des Kardinals wegen Vatermordes. Grausame Folterungen, erzwungene Geständnisse, beispielhafter Mut eines unschuldigen Mädchens. Die Nackte und der Kardinal. Dieser Film berichtet von einer Zeit, in der weltliche und kirchliche Macht alles und der einzelne Mensch gar nichts bedeutete. Die Nackte und der Kardinal.